Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil, Quadrat zwischen Mond und Jupiter. Ja, wie wäre es, wenn wir diesen Aspekt ansprechen, wäre ganz gut, aber vorher möchte ich noch einen Satz zu dem sagen, was ich gestern im Video gesagt habe über Wahrheit und Lüge. Ja? Wie kann es sein, dass die Lüge dermaßen allumfassend ist? Die Lüge ist so groß, dass wir die Einzellüge, also quasi den Baum, den Wald vor lauter Bäumen als solchen nicht mehr erkennen. Ja? Also wir erkennen die Gesamtlüge aufgrund der Zehntausenden Einzellügen, ja, erkennen wir nicht mehr. Es wird nur noch gelogen, egal wo. Im Fernsehen, im Radio, die Technik, Finanzwirtschaft, Politik, ja, Politik ist die große Ausnahme, hier wird immer nur die Wahrheit gesagt, aber wie auch immer, ja, und es kann ja nur sein, weil wir die Lüge in uns selber tragen. Wir wurden in der Kindheit selber um alles belogen, ja, wir wurden betrogen, belogen, eingeschüchtert, misshandelt, schwerst misshandelt, ja, ich möchte mich jetzt nicht als Einzelfall zitieren, sondern wenn ich mich umgehört habe, egal mit wem ich gesprochen habe, die Misshandlung in der Kindheit zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Menschheitsprojekt der Astronautengötter. Also die Misshandlung der Menschheit ist Standard und deswegen haben wir gelernt, dass wir nur mit der Lüge überleben können. Weil könnten wir, hätten wir die Wahrheit nicht als in der frühesten Kindheit bereits ausgeblendet, dann wären wir daran zugrunde gegangen. Also wir mussten uns mit der Lüge arrangieren, es ist leider so. Und wenn man sich mit der Lüge arrangieren musste, dann erkennt man sie nicht mehr. Wir sind blind, es ist leider so. Gut, aber schauen wir uns einmal den Aspekt an zwischen Mond und Jupiter, dass wir zum Thema des Horoskops auch einmal drei Worte sagen. Der Mond ist der eingeschlossene Herrscher des neunten Hauses. Das heißt, es geht hier vordergründig worum? Freiheit im Zusammenhang mit dem Finanzsystem. Naja, Freiheit würde bei Geld bedeuten, dass man das Geld verliert, also das heißt es nicht. Dann die Gesetze mit dem zweiten Haus, naja, ich würde eher sagen, das ferne Ausland. Im Zweifelsfall passt das ferne Ausland immer, weil wir wissen ja, dass der Euro kein Projekt aus Europa ist, sondern dass der Euro von anderen beeinflusst wurde. Und hier haben wir die Beeinflussung im Bereich des Finanzsystems und dem Finanzsystem geht es mit Spitze zweites Haus im Skorpion schlecht. Ja? Und der Herrscher von 2 in 8, der Mars, ich würde sagen, ist eine mittelgroße Katastrophe. Aber wie ihr natürlich längst wisst, bedeutet der Untergang des Finanzsystems nicht, dass das Finanzsystem untergeht. Das Finanzsystem, schwuppdiwupp, entwickelt sich ja wieder neu. Wie wir schon so oft gesehen haben, hier sind starke Tendenzen in Richtung Digitalisierung. Ja? Und bei der Digitalisierung können sie machen, was sie wollen. Ja? Also deswegen, deren Untergangsprozess ist unser Untergangsprozess. Wer auf Wienerisch, die putzen sie auch, das sind Stehaufmännchen, die drehen dann halt immer wieder das Spiel. Hier wurden gewisse Dinge vermutlich falsch verstanden und wir werden diesen Irrtum in den nächsten 200 Jahren natürlich aufklären. Weiter zum vierten Teil. Ende.